Moin Leute, wir spielen nochmal eine Runde This Means War. Wir wollen schauen, schaffen wir diesmal mal den zweiten Boss. Kommen wir überhaupt dahin? Wir finden es raus. Es gibt ein Intro und dann geht's direkt los hier Rein in ins die Getümmel. Weiten des Universums. So, hier, Erstmal gucken wir zack. jetzt hier mit der. So, Okay. wir können kämpfen oder kämpfen. Ich gehe mal kämpfen, ne? So, auf geht's. Guck mir das hier mit Controller hier funktioniert komplett. Bam. Macht's alle kaputt da. Sind wir dabei? Ich will an die Steuerung gewöhnen hier. Tja. Boom. Easy Game. Einfach zu krass. Plus 3 Health. Ja, wir haben ja ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Hilfe. Wir müssen ihn wieder nehmen. Sinn. Ich würde die tatsächlich ziemlich krass auf hauptsächlich reparieren, aber hier schießen nicht. Oh. It's time for a fight. Time for a fight. Bumm. Bumm. Mein Hut verloren. Irgendwo. Oh nose. Oh hey, nein! Da fliegen sie beide raus! Kalt und in den kalten Weltraum. Das ist schon immer das Fieseste, wenn du die wirklich aus dem Schiff raus kriegst. Hast du alle Zeit der Welt, um irgendwas zu machen, ja? Alle wegballern. Kata, 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 bumm. Anfang ist ja noch alles entspannt, ne? Ja, ja. Direkt wieder kaputt gemacht. So muss das sein. Und da fliege ich da raus. Und? Der andere hatte Glück. Oh. Aber hat auch nichts sehr gut gemacht. Das für dich, Toto. Ja, nehme ich. So, wir haben einen Fight und wir haben. Können wir erstmal Ausrufezeichen machen? Mach mal Ausrufezeichen. Erstmal gut, ne? Guck mal. Erstmal gut. Emergent. So, also whatever, diesmal sag ich Doris. Ja. Ich will okay. einmal wissen, was happened. Ja. Richtig. Doris. Now it's time to pay. Ja gut. So. Ja, jetzt weiß man. Das ging nicht kaputt. Das ist unangenehm. Ja, hat man mal ein richtiger Flott hier, ne? Mach mal. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, warum der den nicht genommen hat. Braucht er gar nicht versuchen, Leute. Eigentlich schon am Start. Ah, ist er schon am Start. Ja, sicher. Ja, auch mal die Kanone da wegballern. Bin einfach gar nichts mehr, die Pech. Lappen. Oh, es ist back, ey. So. Sehr gut. So, also der Händler, den können wir gleich hoffentlich richtig looten, ey. Ja, ich hoffe auch. Mal beide Optionen, müssen wir nicht hier aussuchen. Und der Ohr gratis. Oh, nur mal hinterher schießen. Easy win. Tada.
So, die nächste bitte. Immerhin anstellen. Wir haben für jeden ein bisschen Munition über. Das ist richtig. Hey. Ja, okay, lässt du schon mal ab ins All. Da geht der zweite ab ins All. Jo. Einfach. So. So, gar nichts können die alle. Nischt. Jo. Gut hier. Oh, die Perpex wieder schön verteilen. In jeder Ecke eins. Ja, wisst da gar nicht, was er zuerst machen sollte, ne? So nämlich. Ja. Ja. Er ist schon. Die Löcher da fixen, da kommt ein bisschen, läuft die Luft da bei euch aus. Echt unangenehm da drüben. Also, ich bin froh, dass ich nicht da bin. Ja, hey, jetzt auch keinen Bock drauf. Nicht so. Mann, jetzt. Raumanzüge angezogen, die Schweine. Achso, die haben fast keinen Sauerstoff mehr. Na, jetzt ist jetzt aber auch egal. So. Bringt jetzt auch nichts mehr. Nee. Tudu. Tudu. Ein Satz, Tudu. Careful open. Granite Launcher und Ammo-Bot. Ja, würde ich nehmen. Ammo-Bot, ja. Ammo-Bot ist toll. Würde ich, glaube ich, den Grenade Launcher nehmen. So, dann auf zum Boss. Yes, yes. Ja, ja. The Asteroid. Ja, komm, ich hab aufgeladen. Das schon. Warum? Ich hab da doch eigentlich. Ja, hab ich doch auch. Warum kann ich nicht schießen? Kann ich dir nicht sagen. Jetzt geht's. Und bumm! Noch mehr schön. Genau, einsatzfähig. Jetzt aber, okay. Nur Ammo schießen. Ja, das geht aber. Hey! Okay, so ganz schön, dieser Grenade Launcher. Ganz schön, Ja. Nicht so toll. Ja, bestens vorbereitet. Da den. Ach, das ist wieder so ein Ding, womit du mehrere gleichzeitig treffen kannst. Ja. Aber halt keins so richtig gefühlt. Ja, das ist nicht so optimal. Gerade um so Waffen zu zerstören, ne, ist das nicht so der best way. Nee. Ey. Okay. Ah. It's a learning, ne? Diesen Learning. Die Waffen muss man erstmal kennenlernen. Na. Ja, aber ich glaube, ja, ist kaputt. Ja, wir haben erste Welt, voll Leben. Oh, hier ist Cooldown, das würde ich... Jetzt in Hülle. So, und da wir den Boss besiegt haben, würde ich sagen, this means war. C, richtig. Wo wollen wir hin? So, take your chances. Enemy ships have one more crew member. Take your chances. Take your chances. Ja, unknown. Unknown ist immer gut. Mit dem Kurs zu Unknown. Zerstörung. Darauf erstmal ein Stückchen Kaffee. Ja, dann erstmal Käffchen, ne? Boom. Oh, hoppala. Das war ich nicht. Nimm dich, P. So. Auf Shopping Time. Logo. Ja. Next Commander to die respawns instantly. 25 Sekunden. Continuous Beam. Den kaufe ich mir. So.
Base-Repair-Speed. Ja, ist auch nicht so schlecht, ne? Ah, okay, die andere Waffe, also, ah, jede Waffe wird überschrieben, okay. Yeah. Ja, ich glaube. Ich glaube, weil andere Sachen, die ihr nicht brauchst, kann man da in den Mülleimer werfen. Das ist ein bisschen Geld für. Sollen wir den Repair Speed Buff holen? Ja, das oder mal einmal neu würfeln. Du musst das letztendlich entscheiden. Schlecht ist das nicht. Wenn da viel Damage reinkommt, ist das nicht verkehrt. Ne? Aber ach komm, ja. Das neu würfeln. Bis jetzt hat man keine Probleme. Man weiß es halt nicht, ne? Ja, das ist richtig. 20% faster Weapon Overheat Recovery, aha. Repair-Puls ist auch nur gut, wenn viele Sachen kaputt sind. Das macht halt nur ein Leben, ne? Ja. Ja, aber gut. Ist ja trotzdem nicht so verkehrt, ne? Kannst du ja, zumindest schön hier vorne hin. Bekommen. Ja. Wenn richtig was los ist, ist das nicht verkehrt. Das stimmt. So. Ja, auf geht's, würde ich sagen. Ne? Auf geht's. Jetzt wissen wir gar nicht, was für Effekte hier haben in dem Universe, ne? Das ist richtig. Das ist ja auch unknown. Elite-Gegner anscheinend. Okay. Viele Kämpfe. Das sind ziemlich, ja, dann noch du. Ja, komm, lass uns da oben mit dem Elite anfangen. Mein Gott. Alles klar, direkt in die Action rein. Gibt auch guten Loot bestimmt. Bestimmt. Die meinen auch direkt ernst hier. Die meinen gut ernst. Eieiei. Ja, die Waffe ist schon mal down. Sim, sehr gut. Und die haben da drei Waffen sogar. Jo. Die kriegen das. Ah, hat immer noch nicht gereicht. Gut. Das ist langsam gewesen. Ja, was der haben wir weg. Kann man für dich nachladen. Ja, reparieren. Das ist kaputt. Reparieren. Reparieren. Und schneller, gib mir die Munition. Okay, das verstehe ich hier gerade nicht. Ich hab die Waffe kaputt gemacht. Nee. Mann! Oh. Mit dem Messer da. Du ihr seid mit Schießen, ist das schon wieder alles ready hier. Komm, ja. Warum machst du da oben das nicht ganz? Die, meine Waffe hat noch zwei Schaden. Ja, ich dachte eigentlich, die macht das, ne? Aber die hat keinen Bock. Deserteur. Ja. Ja. Nee. Erstmal hier die Wand reparieren. Die Wände brauchen wir noch an unserem Raumschiff. Ja, wäre nicht so schlecht. Okay, hier hängen wir. Zack. Das ist doch kacke. Ja. Nee, nicht Bot. So, haben die zumindest erstmal kurzzeitig keine Munition. Dieser Beam ist, wenn du den kannst halt aussteigen aus der Waffe, ja. Dann schießt ja trotzdem auf den Punkt. Aber wenn du dann da Munition wieder reinschmeißt, shit, meine Waffe ist kaputt. Dann kannst du die nicht wieder irgendwie irgendwo anders hinschießen lassen. Das ist ein bisschen doof. Ups.
So, jetzt aber hartnäckig, ne? Halleluja. Die hatten 154 Leben, ne? Also. Oh, guck mal. Not bad. Wir haben aber auch eine schöne Kiste. Was haben wir denn da? 18 Schaden und 1 auf Hülle. So, hier oben weiter, würde ich sagen dann. Weil ja, gehen wir erstmal oben, weil da ist ein Fragezeichen. So, Nork, right up us. It's hard to see you. Please kill us. Okay. Okay. Oh, ihr habt die Waffe schon aufgeladen. Siebten Leben hat die Waffe von denen. Ja, geil. Ey, die haben 172 Leben generell. Das ist keine Elite. Ja, vielleicht ist unser Universum, die Gegner haben mehr Leben oder sowas. Ja. Das ist ja durchaus möglich, ne? Das ist unpraktisch jetzt hier. Zack. Aber ich gebe mir mein Bestes, das am Laufen zu halten, ne? Ja, zu früh! Eieiei, da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Ja. Ja. Zack, einer ist im All. Tschüss. Au. Tschüss. Nicht meine Waffe kaputt machen. Oh, brauch die doch direkt. Auch. Die haben auch keinen Respekt vor fremdem Eigentum, ne? Muss man auch nee, sagen, nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Da muss man halt erstmal alles kaputt machen. Oh, wer nicht hören will, ne? Genau. Oh, Waffe reparieren ist wichtig. Ich muss am Laufen bleiben hier. Sag mal, Bot. Ja. Zack. Es läuft. Es läuft. Ganz entspannt, konzentriert weitermachen, Jungs. Ja. So machen wir das. Das war kaputt hier, die Waffe. So, sehr gut. Und jetzt hier oben. Zack. Ne, da unten, so. Mach doch mal kurz fix, dann kannst du die wieder benutzen. Jo, nice. Das ist wie neu. Wie neu. Jetzt zack. Ja, wenn man nichts zu tun hat, Repair Packs verteilen, dann ist man schneller da, wenn man es braucht. No. Ja. So, anhoch. Mit der Laserwaffe, die alleine ballert, ist aber sehr praktisch, weil dann kann ich die reparieren, während die schießt. Das stimmt, ja. Wenn einer drin sitzt, kann sie nice. Reparieren. Ja. Stimmt natürlich. Ja, ich sag mal, wenn die halt... Critical! Die macht halt nicht so viel Schaden, gefühlt. Also, ja, die macht viel Schaden auf die Dauer gesehen, wenn die, wie die an ist, aber... Ja. Dauert halt. Boah. Muss man mal besser abholen. Und. Zack. Jawohl. Sehr gut. Sehr nice. Sauber, runtergespielt. Kein Leben verloren. Zwei HP verloren. Ja, nice. Sehr schön. Ich hab keine Munition. So, dann geht's ins Fragezeichen. Ja. Boah, da unten ist schon wieder so ein. Greetings. Squadrams Rose Field. Boah. Das ist, glaube ich, so eine Repair-Mission drin, ne? Aber, ja. Mach mal. Ja, komm. Ich will ja repairen. Damage reinhauen. Halt super langsam, aber ja, ist ja egal. Aber ganz ehrlich, reparieren kann man ist ja hilfreich. Ja. Hey, komm, okay. Da-da-da-da. Na, komm, nimm das doch. Ne. Och.
Hallo, gib mir das. Oh, da ist aber stressig hier, ey. Kommt einiges an Damage rein. Da hat's mich fast rausgezogen. Xing, du bist im Weg. Aber dann interessiert die Blumen. Kann die ganz groß. Ich bin auch geil, dass die mit dem Repair-Pack hier rumrennt und das nicht auf die Kette kriegt, man einfach zu reparieren. Ja. Ja, ich glaube, wenn zu viele reparieren, dann ist die ein bisschen verwirrt, weiß nicht, wo sie hinlaufen soll. Das kann sein, ja. Hammer geschafft. Oh, die Spisken leben verloren. So, und direkt noch eine Truhe hinten dran. Jawohl. Ja, sehr. Repeat Laser, Damage Bomb. Nicht so viel zum Damage Thema Bombe. Praktisch, ne? Ja. Ja. Dann nehmen wir das doch. Frage ist, will der Tote den Repeater Laser haben oder nicht? Willst du den benutzen lieber als deine? Gut. Dann wieder Elite Fight. Ja, dann sieht das wohl so aus. Dann machen wir das wohl so. Hat schon mal einen Nachteil, der Repeat Laser, den kannst du nicht aufladen wie die andere Waffe. Okay. Ich schieß dann nämlich direkt. Oh. Da ist was kaputt. Ja, die geben Gas, ja. Die geben ordentlich Gas, wa? Wieso? Ich hab doch gerade Munition geholt. Dachte ich. Verdammt, Hake. Dachtest du? Nie aufgepasst, scheiße. Meine Waffe ist zu heiß, okay. Ja. Hat er zu gut gemeint. So, mal eben. Meine Waffe geht, glaube ich, kaputt. Nein, doch noch nicht. Warte, bin sofort da weg. War mal da die Wand kaputt? Bomben ist aber, glaube ich, nicht so verkehrt, ne? Warum die Bomben noch? Weil die müssen die ja entweder da in ihren Mülleimer bringen oder die explodieren halt. Also, ja, ist halt beschäftigt. Oh, dann repariere ich lieber die Waffe. Das ist wichtiger. Ja, die ballern auch direkt mit beiden auf eine Waffe, ey. Die sind ja, ja. Stein, ne? Ja, die sind nicht ganz so nett. Die sind ein bisschen so arschlochmäßig. Aggressiv. Hinten haben wir ein Loch. Ja, wenn unterwegs. Ja, oh, okay. Haben wir aber geschafft. Ey, ey. So, Fragezeichen. Oh Gott. Okay, sehr gut. Das ist einfach kämpfen. Das ist einfach, okay. Holy shit. Alter! Ach, die haben anscheinend so ein Defensivding auch noch, dass man nur da drauf schießen kann. Naja, sehe ich auch gerade. Ich ziehe nämlich die ganze Zeit woanders hin. Ja, dann lasse ich mal meinen Laser immer da drauf stehen, glaube ich. Wir haben keine Munition mehr. Wir können keine Munition mehr. Das ist kaputt. Ja, komme. Alter. Und beim Timo ist ein Loch genannt. Macht Sinn gerade.
Alter, geht das hier ab, ey. Ja. Holy shit. Das ist schon übel. Ja, lauf doch. Alter, wie? Das war's. Okay. Wie zur Hölle, ey. Holy shit. Das war krass. Das war übel. Das war übel, ja. Dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, in der Hoffnung, dass wir vielleicht mehr Glück haben oder die weniger Gegner haben. Oder mal schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.